Du willst wissen, welche Keys dir auf welcher Map am meisten Geld bringen? Nach dem Intro zeige ich dir die lukrativsten Keys und was hinter jeder einzelnen Tür an Loot auf dich warten kann. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Sicher haben einige von euch Wege, wie ihr Geld macht oder ihr an seltene Items kommt. Und sicher haben auch viele von euch Keys, von denen ihr nicht wisst, ob ihr die behalten sollt oder eher nicht. Wenn es aber ums Geld geht, lade ich euch ein, mit mir jetzt einmal die Keys von jeder Map durchzugehen, die meiner Meinung nach die besten sind, um möglichst viel Geld aus dem Inhalt der Räume zu machen. Da es natürlich einige Keys gibt und sich das Ganze zu merken etwas schwierig sein könnte, habe ich euch auch zusätzlich noch eine Tabelle erstellt, in der ihr nochmal alles aufgelistet habt und in der ich auch direkt zum Wiki verlinkt habe, wo der Raum sich befindet oder wie ihr an die Schlüssel kommt. Legen wir jetzt erstmal mit der ersten Map Customs los. Hier starten wir direkt mit dem Dorm Room Key 105, der sich im Two-Story Dorms befindet und in dem ein Safe, Nahrungsmittel auf dem Bett und allgemein lose Beute auf euch warten kann. Weiter geht's mit Raum 110, auch wieder im Two-Story Dorms und hier wartet auf euch ein Safe, ein Fuel Conditioner Spawn, ein Metal Fuel Tank Spawn, ein Flash Drive Spawn auf dem Bett und einmal ein Car Battery Spawn beim Nachttisch. Weiter geht's mit Raum 114, auch wieder im Two-Story-Dorms und hier wartet ein Medcase, ein Safe, ein PC und allgemein loser Loot für euch. Als letztes im Two-Story-Dorms haben wir den Guard Desk Key. Hier warten zwei Ammo-Boxen auf euch und eine große Weapon-Box. Und nun gehen wir rüber zum Three-Story-Dorms. Und zwar zu Raum 204. Hier wartet ein Waffenschrank mit Safe und auch wieder allgemein loser Loot auf euch. Weiter in Raum 214 auch wieder Three-Story-Dorms, einmal ein Safe. Und der Raum, der jetzt kommt, den kennt ihr wahrscheinlich eh alle im Three-Story-Dorms, der Marked Room Key, wo sich immer noch viele streiten. Lohnt es sich jetzt gerade, diesen Schlüssel zu behalten, ihn eher zu verkaufen oder den Loot da mitzunehmen und den zu verkaufen? Was ist ertragreicher? Auch hier ist wieder das Ding, je nachdem, ob ihr den gelootet habt oder ob ihr ihn extra kaufen müsst, je nachdem, wie der Preis aktuell natürlich im Fliehermarkt ist, müsst ihr selbst entscheiden und auch gucken, ob das ertragreicher ist oder eher nicht. Auf jeden Fall warten auf euch hier mehrere Spawns von seltenen Loot-Items über Waffen und Containern, das heißt Dogtag-Cases etc. kann hier spawnen, muss aber nicht, kann also manchmal ein Griff ins Klo sein, kann sich aber auch mal richtig auszahlen. Da ist man tatsächlich ein bisschen auf das Spawn-Glück von Tarkov angewiesen. Und wer sich auf dieses Glück nicht verlassen will, sollte wahrscheinlich den Marked Room Key eher verkaufen. Er bringt doch immer noch ziemlich gut Kohle im Fliehermarkt. Dann kommen wir einmal zum Factory Exit Key. Der schließt uns im Endeffekt ja das Guard Building und ZB013, die Extract-Tür, auf. Im Guard Building warten hier auf uns vier Aktenschränke, ein Wooden Crate, einmal ein Keyspawn und zwar vom Terror Group Labs Arsenal Storage Room auf dem Regal unterm Telefon. Weiter geht's mit dem New Gas Station Storage Key. Der ist natürlich in der New Gas Station. Und hier wartet ein Medbag und ein Medcase auf euch. Unterschätzt aber natürlich nicht diese zwei kleinen Items. Da kann natürlich echt gutes Zeug drin sein über Stims etc. pp. Von daher auch hier kostet kaum was der Key. Sehr ertragreich, wenn man das mitnimmt und kann echt Kohle bringen. Dann haben wir natürlich auch wieder in der New Gas Station die New Gas Station Office Key. Hier ist einmal ein Safe, ein Pistol Spawn auf dem Tisch und einmal der Gas Station Storage Key Spawn. Weiter geht's mit dem nächsten Key und zwar dem USAC Stash Key. Der befindet sich einmal im Repair Shop. Hier warten auf uns drei verschiedene Waffenkisten, einmal Weapon Mod Spawns und natürlich auch wieder loser Loot. Und last but not least für Customs einmal der Tarkone Director's Office Key. Im Big Red natürlich. Und hier wartet auf uns einmal ein Sportbag, drei PCs, ein Safe, eine Jacke, ein MBSS Rucksack Spawn, ein Packer Armor Spawn. Und ganz wichtig, hier befindet sich auch ein Intelligence Folder Spawn. So, damit sind wir einmal die Custom Keys durchgegangen und springen direkt zur nächsten Map und zwar auf Shoreline. Wie ihr es euch denken könnt, auf Shoreline warten natürlich nochmal ein paar mehr Keys auf uns mit tatsächlich auch wesentlich besseren Loot Spawns als vergleichsweise auf Customs. Aber halt auch die Räume auf Customs können ordentlich Kohle bringen. Gut, fangen wir einmal an natürlich im Resort im East Wing. Und zwar mit dem Blue Tape Key und zwar für Raum 110. Hier wartet einmal auf uns ein PC, ein LEDX Spawn im Badezimmer, Mats auf dem Boden, ein Koffer, nochmal ein GPU Spawn, linke Seite auf dem Tisch und seltene lose Beute. Weiter geht's mit Raum 107 auch wieder im East Wing. Hier wartet auf uns einmal ein Medbag, ein Medcase, ein Sportbag, auch hier wieder ein LEDX Spawn, GPU Spawn und allgemein lose Beute. Dann haben wir einmal den Raum 205, schräger 206. Welchen von den beiden Keys ihr habt, ist egal, weil wir über einen Schlüssel in beide Räume kommen. Auch natürlich wieder im East Wing und im Raum 205 wartet auf euch einmal ein Medcase, ein Sportbag, einmal ein Waffenschrank und im Raum 206 drei Waffenkisten, seltener loser Loot und zwei Waffenspawns. Ähnlich mit den Keys verhält es sich hier auch bei Raum 222, schräger 226. Auch hier kommt ihr wieder über einen von den beiden Schlüsseln in beide Räume rein. Denn 222 wartet auf euch einmal eine Waffenkiste, ein Waffenständer, eine Granatenbox, eine Toolbox, seltener Itemspawn, drei Waffenspawns und ein Bitcoin-Spawn.
In 226 haben wir einmal eine Waffenkiste, einen Waffenschrank, einen LEDX-Spawn, einmal einen Spawn von der MP153 und allgemein wieder lose Beute. Als nächstes auch wieder ein Key, zwei Räume und zwar 306 und 308. Auch hier wieder beide betretbar über einen Schlüssel, auch wieder im East Wing. In 306 haben wir einmal den Spawn einer DVL-10, genauso wie einem LEDX-Spawn, vier PCs, eine Waffenkiste, ein seltener Item-Spawn und natürlich auch wieder allgemein lose Beute. In 308 ist einmal ein Waffenständer, Waffenspawn, Medcase und auch hier wieder lose Beute auf dem Boden. Jetzt sind wir schon fast am Ende vom East Wing angekommen. Erstmal bei Raum 310 und hier warten auf uns zwei Sportbags und seltener loser Loot. Als letztes haben wir einmal den Raum 328, auch wieder im East Wing. Und hier wartet auf uns einmal ein PC, ein Sportbag, auch wieder ein LEDX-Spawn, aber auch ein GPU-Spawn, sowie zwei Electronic-Spawns und auch ein Waffenspawn. Und wir wandern einmal rüber zum West Wing und zwar zu Raum 104. Hier haben wir einmal ein LEDX-Spawn, Blue Keycard-Spawn und auch wieder allgemein lose Beute. Als nächstes in Raum 112 haben wir auch wieder einmal einen Blue Keycard Spawn und auch hier wieder zwei Sportbags. Als nächstes haben wir im West Wing einmal Raum 203 und 205. Auch hier kommen wir wieder über einen Schlüssel in beide Räume an und hier warten dicke Dinge auf uns. In 203 haben wir einmal den Red Keycard Spawn. Das Ding, was glaube ich jeder haben möchte und was einen sehr viel Reichtum bescheren kann. Sowohl beim Verkauf als auch beim Loot of Labs später. Des Weiteren haben wir einmal ein Medbag, einmal Medcase, einen Waffenspawn und eine Waffenbox. In 205 haben wir einen LEDX Spawn noch dazu, einen Toolbox und einen Sportbag. Weiter geht's mit Raum 216. Hier gibt's zwei Waffenkisten, zwei Granatenkisten, zwei Waffenspawns und einen LEDX Spawn. Und mit einem der nächsten Schlüssel kommen wir in drei Räume, denn ein Schlüssel reicht aus, um in alle drei Räume zu kommen. Und zwar handelt es sich hier um Raum 218, 221 und 222. Auch hier kann wieder auf uns einmal der Red Keycard Spawn warten. Zwei Waffenschränke und ein Waffenspawn. Nun kommen wir zu Raum 301 und 304. Auch hier wieder mit einem Schlüssel kommen wir in beide Räume rein. In 301 gibt es einmal ein GPU und ein LEDX Spawn für uns. In 304 einmal eine Waffenbox, zwei PCs, zwei GPU Spawns, ein Waffenspawn und zusätzlich auch noch ein LEDX Spawn. Und auch wieder fast am Ende für den West Wing angekommen, einmal in Raum 306. Hier warten zwei tote Scavs und ein Waffenspawn auf uns. Last but not least für den West Wing in Raum 321, hier wartet ein Safe auf uns. Und als letztes Building im Resort wartet einmal das Admin Basement. Hier haben wir einmal den Management Office Safe Key. Hier warten einmal zwei Waffenkisten, zwei Granatenkisten, zwei Waffenspawns und ein LEDX Spawn. Direkt als letztes vom Admin Basement haben wir einmal den Management Warehouse Safe Key. Hier warten einmal drei Waffenkisten und seltener loser Loot auf uns. Nun gehen wir einmal vom Resort weg und bewegen uns zur Power Station. Hier haben wir aber den HEP Station Storage Key. Hinter der Tür warten auf uns einmal drei Waffenkisten, ein Intelligence Spawn und loses Waffenzubehör. Und als letztes auf Shoreline kommen wir einmal zu den Cottages. Und zwar zum Cottage Key und zum Cottage Safe Key. Hier wartet einmal ein PC, ein Waffenschrank, zwei Safes, eine Jacke und loses Geld. Als nächstes springen wir einmal auf Reserve und hier fangen wir im Underground Storage Bunker an. Und zwar mit RB PSP1. Hinter der Tür warten auf uns viermal Ration Supply Kisten, eine Medical Supply Kiste, eine Technical Supply Kiste und eine Toolbox. Beim nächsten Key auch wieder in den Underground Storage Bunkern haben wir einmal RB PSP2. Hier hinter haben wir eine Medical Supply Kiste, zwei Ration Supply Kisten und zwei Technical Supply Kisten. Beim nächsten Key, dem RB PSV1, auch wieder im Underground Storage Bunker, haben wir einmal zwei Medical Supply Kisten, eine Ration Supply Kiste und eine Technical Supply Kiste. Als letztes in den Underground Storage Bunkern haben wir einmal den RB PSV2. Dort haben wir drei Medical Supply Kisten und eine Technical Supply Kiste. Und unterschätzt diese Kisten nicht, die können echt hammerhart viel Loot in sich haben. Gerade auch an Quest-Items und so weiter, die sich im Fliehermarkt echt gut verkaufen. Springen wir einmal weiter ins nächste Gebäude und zwar im White Bishop Second Floor. Und zwar mit dem Key RBKSM. Hier wartet ein Sportbag und viel loser Loot auf dem Boden. Auch wieder im White Bishop, auch wieder Second Floor, haben wir den RBSMP. Auch hier wieder viel loser Loot auf dem Boden, wo einiges davon echt brauchbar sein kann. Und direkt weiter zum nächsten Gebäude und zwar zum Black Pawn. Hier kommen wir einmal zum RBORB3. Hier warten drei Waffenständer und zwei Aktenschränke auf uns. Als nächstes im RBOB, auch wieder im Black Pawn, haben wir einen Intelligence Spawn, einen Aktenschrank und mehrere wertvolle Loot Spawns, meine Freunde. Der nächste Key, der RBTB, auch wieder im Black Pawn, hat drei Waffenständer und auch wieder viel losen Loot auf dem Boden. Und auch wieder der Raum, den im Black Pawn wahrscheinlich die meisten kennen, der RBBK Marked Key. Hier drin warten mehrere seltene Items, Waffen und Container Spawns auf uns. Das war's aber auch schon wieder mit dem Black Pawn. Jetzt springen wir einmal zum White Pawn und zwar zu RBORB1. Hier warten drei Waffenständer, zwei Aktenschränke und ein Intelligence Folder Spawn auf uns. Im RBORB2, auch wieder im White Pawn, zwei Waffenboxen und ein Aktenschrank. Jetzt geht's weiter mit den Northwest Barracks und zwar mit RBAO. Hier warten einmal fünf Waffenständer auf uns und einiges an Loot auf dem Boden.
Weiter in den Northwest Barracks wahrscheinlich der Key, den auch wieder jeder von euch kennt, und zwar der RBVE Marked Key. Hier warten wieder mehrere seltene Item, Waffen und Container-Spawns auf uns. Nun gehen wir aber einmal von den Northwest Barracks weg und springen zum Radar Tower. Hier haben wir den Schlüssel RBKPRL. Hier wartet auf uns ein Waffensafe, ein Safe, ein Waffenschrank, eine Waffenkiste, ein kleiner Safe und unter dem Tisch zwei Intelligence Spawns. Das war's auch schon wieder mit dem Radar Tower. Weiter geht's im Black Bishop und zwar mit RBAM. Hier warten einmal drei Toolboxes, ein Intelligence Folder Spawn, ein Wooden Crate und eine Jacke auf uns. Das war's an dieser Stelle auch schon auf Reserve. Wir springen einmal direkt weiter auf Lighthouse. Auf Lighthouse haben wir auf jeden Fall nicht allzu viele Keys. Wir haben einmal hier im Blue Chalet den USAC First Safe Key. In diesem Safe, der anders lootbar ist als die anderen Safes, die wir sonst haben, kann loser Loot drin rumliegen. Und zwar Schmuck-Item spawned. Virtex Programmable Prozessor, VPX Flash Drive Modul, Military Wireless Signal Transmitters, Silicon Optoelectronic Integrated Circuits Textbook, den ganzen Elektronik-Shit, der sich halt echt gut verkauft und echt wertvoll ist. Und weiter geht's auch wieder im Blue Chalet mit dem USAC Second Safe Key. Auch der ist wieder anders lootbar als die normalen Safe Keys, weil der Loot hier lose drin rumliegt. Hier haben wir wieder den Virtex Programmable Prozessor, VPX Flash Drive Modul, Military Signal Transmitter, Silicon Optoelectronic Integrated Circuits Textbook, den ganzen Electronic-Shit, der sich halt gut verkauft und den wir auch für einige Quests brauchen. Wir wandern aber einmal weiter zum Village und hier haben wir den Hillside House Key. Hier wartet auf uns einmal eine Jacke, ein Sportbag, allgemeinloser Loot, der wertvoll sein kann und natürlich Nahrungsmittel. Wir gehen direkt weiter zum Water Treatment Plant und zwar zum Operating Room Key. Hier warten einmal auf uns Electronics, Medbags, ein Dead Scav und viel loses Geld. Als nächstes in der Radarstation haben wir immer den Radarstation Kommandant Room. Hier wartet auf uns eine Jacke, eine Waffenkiste, ein PC, ein Intelligence Folder Spawn und wieder guter loser Loot. Auch hier wechseln wir schnell wieder das Gebäude. Wir sind jetzt im Peninsula Territory und zwar haben wir hier einmal den Shared Bedroom Marked Key. Hier wartet auf uns einmal ein Sportbag, eine Jacke, ein Medcase und seltener loser Loot. Last but not least kommen wir jetzt einmal zu dem Auto, was wahrscheinlich jeder auf Lighthouse kennt, und zwar dem Marine Car. Und zwar haben wir einmal hier den Marine Car Trunk. Der kann super Sachen beinhalten, vor allen Dingen viele Wertsachen, Electronics, Stims und Geld. Also der kann sich halt echt lohnen. Ich betone, kann. Und damit sind wir auf Lighthouse schon fertig und jetzt kommt, glaube ich, die dickste Bombe, und zwar Streets of Tarkov. Streets ist, glaube ich, auch jedem schon als Schlaraffenland für Loot bekannt. Insofern man natürlich lebend rauskommt. Und auch wenn es manchmal so wirkt, als wenn in den Räumen nicht wirklich viel ist, liegt dort oft doch qualitativ hochwertiger Loot als zum Beispiel auf den anderen Maps. Und so beginnen wir einmal im Concordia. Und zwar mit dem Concordia Security Room Key. Hier warten einmal zwei PCs, ein Safe und guter loser Loot auf uns. Des Weiteren im Concordia Apartment 8 Home Cinema Key. Dort warten kostspielige Wertsachen auf uns und Electronics. Immer noch im Apartment 8, aber diesmal nicht im Home Cinema, sondern im Raum selbst, warten auf uns auch diverse Wertsachen und allgemein auch wertvoller Loot auf dem Boden. Springen wir ins nächste Apartment, und zwar in Apartment 34. Hier warten Paper Ammo Boxes auf uns, Nahrungsmittel und wertvoller loser Loot auf dem Boden. Weiter in Apartment 63 warten auch wieder Wertsachen, Electronics, Medical Items, Stims und so weiter auch auf uns. Ein Raum weiter, und zwar in Raum 64, warten auch wieder Wertsachen, Paper Ammo Boxes und Nahrungsmittel auf uns. Also ihr merkt sehr schnell, wenn es um Wertsachen geht, sind die Räume auf Streets echt gut bestückt. Aber immer noch im Apartment 64, und zwar im Concordia Apartment 64 Office Room, haben wir auch nochmal einen PC und Electronics, die auf uns warten. Und wir wandern direkt weiter zum Sewer Area, und zwar zum MVD Academy Entrance Hall Guard Room Key. Hier wartet ein toter Scav und ein Sportback auf uns. Weiter im Sewer Area haben wir immer den Relaxation Room Key. Diesen Key könnt ihr im Endeffekt auch direkt im Raid finden. Wenn ihr den haben solltet, solltet ihr den Raum auf jeden Fall abchecken, weil da kann echt gutes Zeug drin liegen. Und weiter im Sewer Area, und zwar im Real Estate Agency Office Room Key. Dort warten auch wieder Wertsachen auf uns und Electronics. Mit dem Abandoned Factory Marked Key geht's weiter im Sewer Area. Und zwar mit zwei Waffenkisten, sehr seltene Item, Waffen und Container Spawns, die sich hier drin befinden. Aber diesen Raum kennt, glaube ich, auch jeder von euch. Und wir springen einmal weiter zur School Area. Und zwar zum X-Ray Room Key. Hier wartet ein Aktenschrank auf euch und guter loser Loot, der im Raum liegen kann. Als nächstes haben wir den Negotiation Room Key, auch wieder im School Area. Hier befindet sich einmal ein Medbag, ein PC und einmal der Relaxation Room Key Spawn. Also der Raum, von dem ich eben schon einmal gesprochen hatte. Als letztes in der School Area haben wir immer den Mysterious Room Marked Key. Auch wieder ein sehr bekannter Key, ein sehr bekannter Raum. Warum? Weil sich hier hinter wieder mehrere seltene Item, Waffen und Container Spawns befinden. Und wir switchen einmal rüber zu Chekinaya. Chekinaya 15 Apartment Key. Hier warten heftige Wertsachen auf uns, Electronics, Stims und allgemein natürlich auch wieder loser Loot. Und weiter in Chekinaya haben wir den Iron Gate Key.
hinter Gittern, wenn man so möchte, warten auf uns einmal zwei tote Scavs und loser Loot, den ihr unbedingt betrachten solltet, gerade auch in den Gegenständen, in den Polstern, Matratzen, was da rumliegt. Guckt da genau hin. Vieles davon seht ihr erst, wenn ihr rüber hovert, und da liegt dann meistens der richtige Goldschatz begraben. Mit Jack and Dyer sind wir schon am Ende. Jetzt kommt Financial Institution. Und zwar mit dem Financial Institution Office Key. Hier warten 5 PCs auf uns und ein Sportbag. Weiter in dem Bereich haben wir einmal den Financial Institution Small Office Key. Hier wartet eine Jacke, 3 Aktenschränke, 1 Safe und auch wieder 2 PCs auf uns. Und es geht weiter zum Terra Group Security Post. Und zwar haben wir hier einmal den Terra Group Meeting Room Key. Hier haben wir ganze 2 Intelligence Folder Spawns. Im nächsten Raum, wofür wir den Terra Group Security Armory Key benötigen, warten auf uns einmal 2 Waffenkisten, 1 PC, 2 Holzkisten, 1 Granatenkiste, 1 Waffenschrank und 2 Waffenständer. Dieser Raum kann es echt in sich haben, weil er meistens echt gut bestückt ist mit Loot. Oft könnt ihr das aber vorher schon durch das Sichtfenster sehen. Also sollte dieser mal echt scheiße bestückt sein, spart euch vielleicht das Aufschließen bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommen wir einmal mit zum beschissensten Areal für die meisten wahrscheinlich, und zwar zum Lexus Car Dealership. Hier haben wir einmal den Car Dealership Closed Section Key. Der eröffnet uns einmal eine Technical Supply Kiste, eine Holzkiste, 4 Waffenkisten, 1 PC-Block. Hier einmal die Möglichkeit auf den Car Dealership Directors Office Key. Und das ist nämlich auch direkt der nächste Raum, den wir angehen. Hier warten auf uns 2 Aktenschränke, 1 PC-Block und guter loser Loot. So, und falls ihr der eine oder andere jetzt schon Hunger kriegt, gehen wir jetzt einmal ins Beluga-Restaurant. Hier wartet einmal der Beluga-Restaurant Director's Key auf uns. Hier haben wir einmal einen PC, eine Jacke, 2 Aktenschränke, 1 Sportback und auch wieder guten losen Loot. Nach der kleinen Stärkung wandern wir einmal in die Tarbank. Hier haben wir mit dem Tarbank Cash Register Department Key. Der öffnet uns 2 Kabinen, in denen ihr auf jeden Fall die Kassen looten solltet, die meistens randvoll sind. Und jeweils auch in jeder Kabine ein Safe ist, der auch meistens proppenvoll mit Geld ist. Euro, Rubel, Dollar. Glaubt mir, da ist wirklich viel Kohle drin. Also falls ihr auch vielleicht mal kein Geld mitgenommen habtet, um mit dem Auto abzuhauen oder den BTR zu bezahlen, könnt ihr vorher ja mal kurz bei der Bank vorbeischauen und ein bisschen Geld abheben. Und am Ende von Streets angekommen, kommen wir einmal zum Klimova 16A Building. Und zwar mit dem Rusted Bloody Key. Hier warten auf uns diverse Keyspawns, Wertsachen, Medical Items, Tools, Stims, Medical Supplies, Drinks und Paper Ammo Boxes auf uns. Also dieser Raum kann sich wirklich super heftig lohnen. Und die Tour geht weiter, und zwar wandern wir jetzt auf Interchange. Auch hier habe ich nicht wirklich viele Schlüssel drin, die meisten davon kennt ihr schon, aber die wichtigsten und geldbringendsten gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar starten wir einmal hier im Techlight Store, und zwar beim Ultra Medical Storage Key. Hinter der Tür erwartet uns seltener loser Loot, Wertsachen, Medical Supplies und Stims. Weiter im wohl bekanntesten Shop, einmal im Kiba Store. Und zwar hier dann mit der Schlüssel der Kiba Arms Inner Great Door Key und der Outer Door Key. Hier hinter warten einmal 2 Waffenboxen auf uns, 2 Kassen, Waffenspawns, diverse Armor-Spawns an den Puppen, also immer schön die Puppen angucken, ob die Armor oder auch Helm tragen. Ein DVL-10-Spawn an der Waffenwand, mehrere F1 und M67 Granaten-Spawns auf der Holzkiste und in der kaputten daneben, sowie 2 lose Geld-Spawns, sehr viele lose Waffenmod-Spawns und Armor-Spawns. Und direkt raus aus dem Store wandern wir einmal zum IDEA, und zwar zum Necros Farm Pharmacy Key. Hier wartet diverser loser Loot auf uns, aber viel Medical Supplies und Stims. Jetzt bewegen wir uns einmal raus aus dem Einkaufsgebäude, und zwar zu den Container-Stacks nahe bei Oli. Und zwar für die Object 21 WS Keycard. In diesem Container, den wir hier aufschließen müssen, wartet seltener loser Loot auf uns. Diverse Wertsachen, mehrere Waffenmod-Spawns, 3 Waffenboxen, ein SIG MPXX-Spawn und ein High Chrome Trooper TFO Body Armor-Spawn. Und als letztes wandern wir einmal auf Interchange zur Parking Lot Section C. Hier kommen wir einmal zur Object 11 SR Keycard. Diese ermöglicht uns einmal natürlich den Safe Room Exit, aber hier warten auch Sachen auf uns. Mehrere Waffenmod-Spawns, 3 Waffenkisten und eine Modded M4A1-Spawn. Jetzt einmal von meiner Hassmap Interchange wandern wir auf Labs. Die Map, die auch viele hassen, aber nicht unbedingt wegen der Map selbst, sondern eher wegen den Leuten, die hier lügen und betrügen. Natürlich gibt es hier auch wieder diverse gute Loot-Locations, die es im Endeffekt echt ertragreich machen, wenn man hier den Raid lebend verlassen kann, selbst wenn man keine Schlüssel hat. Aber wenn man die Schlüssel hat, und zwar die beiden hier, kann es einem doch nochmal das Portemonnaie exponentiell vergrößern. Und zwar kommen wir einmal zur heftigsten Keycard im Game, und das ist einmal die Terra Group Labs Keycard Red. Befindet sich im Laboratory Security Arsenal R23 auf dem 2. Level. Und hier hinter warten auf uns mehrere Ammo-Spawns, mehrere Waffen Mod-Spawns, mehrere MP5 Modded M4A1-Spawns auf dem Ständer, ein M4A1-Sub-Mod-2-Spawn auf dem Tisch, ein antiker Teapot und ein antiker Vasen-Spawn auf dem Boden hinterm Tisch, sowie ein Intelligence-Folder-Spawn auf dem Tisch und vor allem im Terra Group Labs Arsenal Storage Room Key-Spawn. Ihr merkt selbst, der Raum kann voll sein mit allem möglichen Shit. Und direkt als letztes auf Labs haben wir einmal den Terra Group Labs Manager's Office Room Key. Der befindet sich natürlich im Laboratory Manager Office O21, auch auf dem 2. Level, und hier dahinter wartet auf uns
Items, 2 PCs, ein Aktenschrank, ein Safe, eine Waffenbox, 4 seltene Loot-Spawns und auch wieder einen Intelligent-Spawn auf dem Tisch. Natürlich brauchen wir nicht darüber sprechen, dass die Keys auf Labs, vor allen Dingen die Red Keycard, exponentiell so heftig teuer sind, dass man sich den sowieso nicht auf dem Flieger kaufen würde. What the fuck is this piece of shit? Aber selbst wenn man ihn hat, muss man halt auch überlegen, ob man so oft auf Labs geht, um diesen einzusetzen. So, und als letztes, meine Freunde, befinden wir uns einmal auf Woods. Jetzt schreit nicht gleich, dass ich vielleicht Factory vergessen habe. Ich habe Factory nicht vergessen, aber der einzige Key, der wirklich was bringt auf Factory, ist natürlich der Factory Exit Key. Der bringt uns im Endeffekt nur den anderen Exit, aber nicht wirklich Kohle. Also deswegen ist der hier einfach mal nicht mit bei. Auf Woods hat es tatsächlich auch nur einer geschafft und das ist Sturmans Stash Key. Und zwar für seinen kleinen Koffer an der Sawmill. Was hier drin sein kann, meine Freunde, kann von grottenschlecht bis exponentiell supergeil gut sein. Das alles aufzuzählen würde jetzt hier übelst den Rahmen sprengen. Falls ihr das aber wirklich genau wisst, wollt, schaut einfach in die Tabelle in der Liste unter Woods. Habe ich euch im Endeffekt den Inhalt der Räume auch nochmal verlinkt und so seht ihr dann übers Wiki direkt, dass da alles Mögliche drin sein kann. Sehr viel teure Sachen und der Key ist doch meistens relativ günstig auf dem Fliehermarkt. Und das, wenn man mal auf Woods unterwegs war und der Raid sich dem Ende nähert, könnte man ja noch einen Abstecher zur Sawmill machen, gucken, ob noch keiner den Stash gelootet hat und dann ordentlich die Taschen füllen, um dann nochmal ordentlich mit Kohle nach Hause zu gehen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, meine Freunde. Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal und sich das auf einmal zu merken unmöglich. Aber wie gesagt, dafür habe ich euch eine übersichtliche Tabelle erstellt, um ganz in Ruhe auf dem zweiten Bildschirm oder so alles nochmal durchzugehen und für euch rauszusuchen, welche für euch dann am Ende wirklich interessant sind. Den Link zur Tabelle findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass euch die Tabelle und das Video ein wenig weitergeholfen hat bei der Qual der Wahl, wenn es um die Keys geht. Habe ich was vergessen oder habt ihr sonst irgendwas, was euch auf der Seele brennt? Haut's mir gerne in die Kommentare, hilft mir ungemein und natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Checkt auch mein Social Media und Twitch ab, den Bums habe ich nämlich auch. Jetzt war's das aber auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.